Na komm schon. Auf was wartet ihr noch? Nimm mich hin. Wie kennst du das? Was zum Teufel ist da gerade passiert? Das war witzig. Was ist das? Ah! Ein zweites Dorfzentrum auf einer anderen Insel wäre sehr nützlich. So, dann machen wir das mal. Dann können wir die auch hier lassen. Ready. Beziehungsweise könnten rein theoretisch mit zwei Karavellen mal rüberdüsen, die Leute abholen, wenn die sowieso gleich fertig sind. Zwei Holz. Wow, 2 gegen 2. Müssen wir ja nur erstmal rüber retten. Yes. Ready. Imenaso. Commandment. Evolve. Yes. 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 Wow, 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 das wird knapp. Yes. Yes. Gerettet. Yes. Und ihr könnt jetzt hier Gold abbauen, wie ihr wollt. Ready. Bleibt mal hier. Und das andere Schiff habe ich verloren? Yes. Ne, das ist die, ne? Ja. Ganz okay so, oder? Die ist wieder geheilt. Dann tauschen wir mal aus hier unsere Blockade. Gucken mal. Die ist ein bisschen. Die auch. Alles okay soweit. Yes. Gut. Dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt mal hier ein paar Grenadiere zu kriegen. Alles klar. Und müssen jetzt mal wieder ein bisschen verkaufen. So. Und können uns jetzt, wo war's? Hier. Schade. Naja, immerhin 2. Ah, wir brauchen Holz dafür. Ist machbar. Sollten vielleicht aber ein bisschen Holz kaufen. So. Und jetzt kann ich erstmal wieder wirtschaften hier. Und in der Zeit hole ich die hier oben, halt wenn die fertig sind. Schaff die in die bereits reparierte Karavelle. Wow, das läuft ja wie am Schnürchen hier. Und dann geht's ab. Aber erstmal auf die Insel. Dann ziehen wir die Blockade ein bisschen enger, greifen mit der Zeit mit der Blockade hier die Insel von der Seite an. Müssen natürlich dann hier ein bisschen was preisgeben. Und dann wird das schon alles. Gehen jetzt automatisch Holz sammeln? Das wäre ja witzig. Also beziehungsweise nicht witzig, aber wäre schön zu wissen. Alle drin? Da drin. Huch. Du sollst nicht. Yes, till you're ready. Commandment. So. Yes, the wall. Dann lasse ich die gleich mal da drin.
Nehmen die in ein anderes. Wie verletzt sind die? Reicht aus auf jeden Fall. So, da haben wir jetzt ein paar drin. Dann fangen wir mit denen mal an, hier zu bombardieren. Lassen die hier mal nach oben. Gehen mit denen hier. Mit denen hier unten an Land. Nehmen vielleicht mal beide mit. Vielleicht besser. Ja, ist wirklich besser. So. Kriegen wir die auch noch? Ne, die sind leider zu weit weg. So. Dann machen wir die jetzt so kalt. Ready? Yes. Ich meine so. Datordale, schau, Hammer Jessel. So. Dann greifen. Huch. Wow, wo ist das alles hin? Krass, sind die schnell. Dann wird das jetzt hier unser Landungsplatz. Hier sind bloß Schätze, die lassen wir mal soweit in Ruhe. Dann ziehen wir mit denen mal ein Stück höher und ziehen jetzt langsam unsere Barrikade zu. Ah, die große. Schaffen wir mal wieder zurück zur Reparatur. Sind das schon wieder mehr geworden? Oh Mann. Ich habe das Gefühl, das packen wir nicht wirklich. Wo sind meine ganzen Schiffe hin? Ah. Natürlich. So. Krass. Alles so knapp, ne? Tut mir leid, dass ich ein bisschen stiller bin in der Zwischenzeit. Ich fieber da auch richtig mit Age of Empires, obwohl es nur ein Echtzeitstrategiespiel ist. Hat echt so Momente, ne? Da kann man schon gut mitfiebern. So. What? Die haben ja alles aufgeräumt. Eine Galeone ist gerade eingetroffen. Yeah! Ich denke, jetzt sollte es funktionieren. Yes. Commandement? Yes. Evolve. Yes. Evolve. Yes. Richtig. So. Jetzt kreisen wir die ein.
Gabor. Schau, how much are you see? Es ist ein Schiff aus Malta angekommen. Schau, Hammerjeschel. Hammer Tegscher. So. Ready. US. Schon wieder ein Schiff aus Malta. Ready. Yes. Die Wall. Die schaffen wir hierher. Nehmen unsere Kavallerie. Werden wir ein paar Einheiten nachbilden jetzt hier. Haben wir jetzt wieder ein paar Ressourcen. Die Ringschleuderer sind echt gut. Sind ja im Prinzip Grenadiere. Ich denke, eigentlich brauchen wir die Einheiten gar nicht mehr. Obwohl, wir haben noch nicht das Innere der Insel hier erreicht. Das kann schon durchaus noch schwierig werden. Achso, ich vergesse das ständig. So, jetzt sind wir zumindest mal auf der Hauptinsel gelandet. Wir haben eine weitere Seekarte entdeckt. So, jetzt nehmen wir noch die Schätze hier hoch. Nur noch eine. Und ziehen jetzt langsam hier die Schlinge zu. Gegen unsere Übermacht auf See haben die sowieso nichts auszurichten. Deswegen werde ich denen jetzt mal noch hier die Lebensgrundlage entziehen. Yes, die Wall. Yes. Ready. Ich meine so. Yes. Und hier mal stationieren und dann nach und nach die Insel einnehmen. Schon wieder ein Planwagen. Schau, wie kennt ihr das? Geht schon gut los. Frage ist, haben wir auch... Vielleicht sollten wir damit mal aufhören, kurzzeitig. Und dann erstmal... Wenn es funktioniert, die Schatzkarte nehmen. Oder haben wir dadurch schon gewonnen? Ich weiß es nicht. Warte, Ziele... Alles klar, das sind die Primärziele, also können wir ruhig alles erstmal vernichten. Dann greift ihr noch nicht an. Einmal zurück bitte. Hier stationieren. Und ihr könnt alles platt machen. Oh, es gibt wieder... Musik. Cool. Jetzt so am Ende der Mission. Und was lernen wir daraus? Es kommt halt doch nicht auf, nicht immer nur auf die Technologie bzw. die See- oder Militärübermacht an. Manchmal reicht auch schon eine gute Strategie und ein Angriff von allen Seiten. Schon so ein bisschen fies.
Aber ich beende es jetzt mal. Und damit sollten wir jetzt gewonnen haben. Yeah, woo! Stufe 5 sind wir schon in Malta. Schön, kann auch nichts machen, aber okay. Morgen holt Sahin im Dschungel Zentralamerikas ein. Aber sind die Osmanen zu stark, um besiegt zu werden? Niemals hätte ich gedacht, dass ich meinen Fuß auf amerikanischen Boden setzen würde. Halte die Männer zusammen. Niemand weiß, welche Kreaturen hier lauern. Ob Tier oder Mensch. Und nun verfolgt mich dieser Ritter bis in die neue Welt? Er versteht es nicht. Wir sind nicht hinter dem Mondsee her. Wir wollen nur verhindern, dass der Zirkel ihn bekommt. Sahin hat uns besiegt, aber wir werden uns später um ihn kümmern. Jetzt müssen wir unsere Kolonie aufbauen. Huch! Was macht meine Maus da? Ja, schöne Ziele. Aber wie es von hier aus weitergeht, glaube ich, sehen wir dann erstmal in der neuen Folge, beziehungsweise neuen Aufnahmesession. Wird auch neue Folge sein. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.